Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Episode 1 Racer. Wir sind immer noch in der Semi-Pro-Klasse. Jetzt bei Rennen 4 in der versunkenen Stadt. Nicht, sondern im Scrapper-Rennen auf Ort Ibana. Das kommt mir jetzt aber nicht bekannt vor. Mal gucken, ob wir das Video nochmal laufen lassen am Anfang. Es ist wieder Winner Takes It All. Favorit ist Van Sandage, Van Sandage, wie auch immer. Ich glaube, wir gucken jetzt aber nochmal nach Podracer Upgrades. Weil wir haben ja eigentlich ganz gut Kohle. Nee, hier war das ja gar nicht. Teile kaufen. Ah, genau. Willkommen in Vatos Laden. Sieh dich ruhig um. Ich habe alles, was du brauchst. Am schönsten wäre ja tatsächlich Beschleunigung oder Tempo. Du fliegst verdammt gut, daran besteht kein Zweifel. Reicht noch nicht ganz. Und die Beschleunigung? Dafür wird's reichen. Nehmen wir. Sonst noch was? Nehmen wir. Und dann starten wir auch das Rennen. Dann müssten wir jetzt eigentlich vom Start weg richtig Gas machen können, bin ich der Meinung. Hier pfeift der Wind durch die verlassenen Gasminen von Ort Ibana. Oder sind das etwa die Zuschauer? Diese Schrotträuber wissen ein gutes Podracer-Rennen zu schätzen. Und genau das haben wir heute auf dem Programm. Also ich würde sagen, das Video war neu, oder? Das kannte ich noch nicht. Erinnert mich so ein klein bisschen an die Stadt in den Wolken. Sehr schön. Ich sehe, dass Ron Sandage sich den anderen Piloten auf dem Weg zu den Startpositionen angeschlossen hat. Oh ja, die Beschleunigung geht ganz gut nach vorne. Und wir können auch gleich mal richtig Gas geben hier. Das gefällt mir. Auf einmal haben wir die 800 geknackt sogar, ne? Ein sehr, sehr schnelles Rennen. Ein sehr, sehr, sehr schnelles Rennen. Oh, das war nicht gut. Wurde ich gerade mal ein bisschen übermütig. Aber auf der Karte sehen wir, die Gegner sind nicht besonders weit weg. Ah, sind nicht besonders weit weg. Ich bin der Meinung, das ist das schnellste Rennen bisher überhaupt. Hier kann man anscheinend wieder Gas geben und man sieht ja vorne auch nie so richtig, was passiert. Weil immer so ein bisschen Nebel da ist. Aber hier konnte man auf jeden Fall Gas geben am Anfang. So. Hier auch, oder? Ist das eine Triebwerk gleich kaputt? Vielleicht gleich mal reparieren, das Ding, wa? Geben wir jetzt schon auf den Keks. Weil wir so einen leichten Rechtsdrall haben. So, reicht. Zumindest ist es nicht mehr rot. Hier mal, wir müssen aufs Gas drücken. Eieieiei. Okay. Reparatur hätte ich mir sparen können. Und dann wurden wir gleich durchgereicht. Auf Rang 3. Aber eine Runde ist ja gleich noch. Kommt er jetzt aber wieder her. Ja, richtig aufs Gas drücken. Wird mal nix. Ja, auch wieder die 800 geknackt gerade. Ich glaube, damit wir es nicht noch, wenn wir es nicht nochmal spielen wollen, sollte ich jetzt mich richtig konzentrieren. Heißt, beim Fahren nicht mehr aufs Handy gucken. So, und weniger reden. So, mach Gummi, Junge. Na. Kann ich jetzt mal wieder her, Jo? Und Feuer.
Ich habe gewonnen. Und wir haben schon wieder einen neuen Renner freigeschaltet. Was haben wir da jetzt für einen? Aus dem Ochsenkopf. Wunderschön, wunderschön. Knappes Ding. 3 Sekunden Vorsprung. Und wieder 3300 Truguts eingesackt. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.